Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Donnerstag, den 4. Frühling und wir werden heute Kent ein Geschenk vorbeibringen, ihn zu seinem Geburtstag ins Kino einladen. Außerdem schauen wir uns den Schrein unseres Großvaters etwas genauer an und wir machen Frühjahrsputz auf dem Hof. Also liebe Leute, es gibt viel zu tun heute. Ich würde sagen, los geht's. Wo ist denn Klein Mirki? Oh, Hallöchen. Haley ist auch da. Irgendwelche Pläne für heute? Ja, ich gehe heute ins Kino mit Kent. Wieso gehst du mit mir nie ins Kino? Ach, Schatz. Darauf habe ich keine Antwort. So, wie sieht's denn heute mit unserem Glück aus? Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Sehr schön. Na dann, Leute, ab nach draußen. Oh, Moment, das Telefon. Am anderen Ende hört man eine quietschende Stimme. Hey, Puck, ich verkaufe gute Hüte. Bitte komm, bring Münzen mit. Puck, ich mag Münzen. Klick. Oh, war das die Hutmaus? Süß. So, liebe Leute, ein Brief. Hallo, entschuldige, ich bin nicht gut darin, Briefe zu schreiben. Ich habe einen Metallbarren zu viel gemacht und dachte, du könntest ihn gebrauchen. Gezeichnet Klint der Schmied. Sehr schön, ein gratis Goldbarren. Boah, das sieht so unordentlich aus hier. Moi, 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 wir müssen echt aufräumen. Ey, Aprikosen und Kirschen. Ja, wir können ja hier schon mal so ein bisschen aufräumen, ne? Wobei, das Gras werde ich hier natürlich nicht entfernen. Ihr wisst ja, ich finde es ganz hübsch, wenn sich das so ein bisschen ausbreitet. So ein bisschen ist gut. Ich finde es hübsch, wenn sich das so richtig ausbreitet. Ach, der Rest bleibt stehen. So, dann interagieren wir doch mal mit dem Schrein. Oh, Statue der Perfektion. Du hast eine seltsame Statue hinter Opas Schrein gefunden. Aus purem Iridium hergestellt, okay. Großvaters Schrein. Ja, ich habe inzwischen über den Kommentarbereich gelernt, dass es so eine Bewertung oder so ein Bewertungssystem im Spiel gibt. Wenn man sich gut anstellt, dann kriegt man hier 4 Kerzen. Nach 2 Jahren und ja, ich würde sagen, ich habe mich gut angestellt. Ich glaube, diese Statue ist dann quasi die Belohnung, dass man sich gut angestellt hat. Oder dafür, dass man sich gut angestellt hat. Alles andere hätte mich aber ehrlicherweise auch so ein bisschen gewundert, denn ihr wisst ja, wie strukturiert ich hier an dieses Spiel rangehe. Größtenteils jedenfalls. Also von daher, schön, dass wir die Statue haben, wobei ist anscheinend ein reiner Deko-Gegenstand, also können wir irgendwo hinpappen. Vielleicht ja in Mirkis Zimmer, genau, passt glaube ich ganz gut dahin, ne? Moi, 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 so viel ist hier fertig. Ja, gießen werde ich hier nichts mehr. Ihr wisst ja, ich werde den Schuppen irgendwann umstrukturieren, / auflösen. Und daher lasse ich das jetzt. So. Ja, wobei die ganzen Einmachgefäße und so, die können wir hier noch füllen. Ist ja Quatsch, die jetzt leer zu lassen. Okay, weg damit. Wie viele Sachen brauche ich noch für die Einmachgefäße? 4 Stück. 1, 2, 3, 4 Weintrauben. Und dann sind wir fertig für heute. Was angenehm, hier nicht zu gießen. Hallöchen, guten Morgen.
Ja, Mensch, steht ihr gedrängt. Das hat ja schon was von Massentierhaltung hier. Und jetzt kommt noch der böse Onkel mit der Sichel vorbei, ne? Da habt ihr Angst wahrscheinlich. Jo, guten Morgen. Oh, wer ist denn drin geblieben? Jonas. Jonas möchte nicht raus. Warum auch immer. 1, 2, 3, 4. Mal eben alles auffüllen. Ihr kennt das Prozedere ja. Noch über 190 Parts. Das mit Abstand längste Let's Play auf diesem Kanal. Keine Sorge, es ist nicht das letzte. Ja, wobei, weiß ich nicht, je nachdem, wie lange das hier noch läuft, aber aktuell ist es das längste und nicht das letzte. So, guten Morgen zusammen. Oh, alle sind glücklich. Jo, hier räumen wir natürlich auch mal eben ein bisschen auf. Was haben wir denn da? Eine neue Quest. Was wollt ihr haben? So ein Einmachglas. Ja gut, das ist kein Problem. Kriegen wir ja die Tage. Ich glaube, ich habe gerade oben in die Einmachgefäße irgendwie Mais reingepackt. Oder sowas ähnliches. Meine ich jedenfalls. Das schmeißen wir bald da rein. So, ach stimmt, genau. Ich brauche ein Geschenk für Kent. Ich nehme einfach mal die Hasenpfote mit. Das ist ja so ein allgemein geliebtes Geschenk, glaube ich. So, und dann sind wir mit dem Rundgang fertig. Mal eben das Lager noch ein bisschen aufstocken. Schon 12.10 Uhr. Naja, den ganzen Kram, den verkaufe ich hier. Achso, die Statue, die stellen wir mal ganz fix bei Mirki ins Zimmer. Das Zimmer von Mirki ist so extrem vollgestellt schon. Sieht aber ganz hübsch aus, die Statue, ne? Wie so eine Glückskatze, so eine japanische. Nun denn. Achso, wisst ihr was? Moment, Moment, Moment. Wir brauchen noch Kartoffeln. Ah, stimmt, wir sollten heute Kartoffeln anpflanzen. Hallöchen. So, wie viel nehmen wir denn mit? Keine Ahnung, 50. So viele brauche ich eigentlich gar nicht. So viele Kartoffeln. Ja, wir müssen Kartoffeln ernten und dann müssen wir da irgendwie Schnaps draus machen, ne? Ich habe gehört, dass es einen Schnaps aus Kartoffeln gibt. Ja, wahrscheinlich die Kartoffeln in Fässer legen, ne? Ja, kriegen wir irgendwie gebacken. So, mal eben ein Kinoticket besorgen. Zack. Und für mich auch eins. Was läuft denn? Jetzt im Kino. Das mutige kleine Bäumchen. Oh, ein animierter Familienfilm über einen kleinen Spross auf einem magischen Abenteuer, ein Baum zu werden. Nein, wie süß ist das denn? Okay, das ist auf jeden Fall ein Film für mich. Den würde ich mir im echten Leben auch reinziehen. Alles, was irgendwie niedlich ist und bunt und so, das mag ich eigentlich ganz gerne. So, Kenty Boy, wo bist du? Aha! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Ein Film sicher, wir sehen uns im Filmtheater. Sehr schön, Leute. Ja, dann ziehen wir uns jetzt erstmal den Film rein.
Und nachher kümmern wir uns dann eben um die Kartoffeln, dann räumen wir den Hof auf und dann schauen wir, was wir sonst noch so machen. Möchtest du dein Filmticket nutzen, um einen Film mit Ken zu sehen? Ja. Hey, wer ist das denn? Marcello. Was für eine Auswahl, ich denke, ich nehme die Bourbon-Mayonnaise. Keine Ahnung, ob das ein Italiener ist, aber naja. Simon. Mama, ich will Schokoladenpopcorn, schlürf. Ach Simon, willst du nicht was Gesundes, mein Kind? Das gibt's doch ja nicht. Nee. Danke, dass du mich zu den Filmen eingeladen hast, Huxel. Es ist nicht einfach, sich wieder an den zivilen Lebensstil anzupassen, aber du hast mir geholfen, mich wirklich willkommen zu fühlen. Hey, sehr schön. Oh, der Vogel ist auf dem Automaten. So, ich will mal eben das Filmplakat noch abstauben. Ach, das ist relativ schwer zu grabben, wenn das da hinten ist. Ob ich das hinkriege. Ah, okay. Immerhin habe ich es erwischt. Aber ich glaube, das fällt gleich runter. Nein, jetzt ist es hier drauf. Okay, kleine Ehrenrunde. Aber keine Sorge, ich grab mir das gleich. Da habe ich zu lange gewartet. Na komm schon. Oh, 5 Sekunden noch. Boah, ich bin so ein Meister in diesem Spiel. Sagte er und verlor das Poster. Na komm, jetzt aber. Sehr schön, das mutige kleine Bäumchen. Okay. Ja, was kaufen wir ihm denn zu essen? Popcorn, Nachos. Ich glaube, das ist eher so der Nacho-Typ. Du wolltest Nachos, richtig? Wir liefern es an Kens Platz, sobald der Film beginnt. Na dann. Ich bin gespannt. Das mutige kleine Bäumchen. Das mutige kleine Bäumchen verlässt sein Zuhause. Er zögert einen kleinen Moment und dreht um, wissend, dass er für eine lange Zeit nicht zurückkehren wird. Die anderen Bäumchen seiner Baumgruppe haben sich am Rande der Stadt zusammengefunden, um ihn zu verabschieden. Kent hat ein seltenes Lächeln auf seinem Gesicht. Sehr schön. Das ist großartig, es erinnert mich an einfachere Zeiten. Hey, er ballert sich die Nachos rein. Kent genießt seine Nachos. Oh nein, aus dem Nichts fängt es an zu regnen. Das kleine Bäumchen fängt an zu sprinten, während sich ein Gewitter über ihm zusammenbraut. Um sein Leben fürchtend und wegen des unnachgiebigen Wolkenbruchs beginnt das kleine Bäumchen seine Hoffnung zu verlieren. Aber was ist das? Das Bäumchen fühlt ein Kribbeln auf seinem Kopf. Oh nein, wie süß. Oh, ist das süß. Vielleicht hat es ein bisschen Regen gebraucht, um die Reise, ein Baum zu werden, zu beginnen. Och, ist es goldig. Lebe wohl, kleiner Kumpel. Der Film ist für heute Abend zu Ende. Wir hoffen, Ihnen hat die Show gefallen. Das war der beste Film, den wir bis jetzt gesehen haben. Oh, der Dickbauchvogel schläft. Das hat Spaß gemacht. Wenn du in einen Film vertieft bist, verschwinden all deine Sorgen und Sorgen. Sorgen und Sorgen. Hey, unsere Freundschaft ist jetzt auf Max, sehe ich gerade. So, da ist er ja. Okay, sehr schön. Ja, ihr wisst ja, ich versuche alle hier auf Maximum zu bringen.
Als nächstes kümmern wir uns um Shane. Ich mache das jetzt hier mal ganz organisiert von oben nach unten. Ja, heißt, die Tage beschenken wir dann Shane und laden ihn als nächstes ins Kino ein und. Irgendwann haben wir hier alle auf Max. Wichtig für die 100%. So Leute, aber dann geht's auch schon zurück zum Hof. Ja, für die Kartoffeln sollte ich mir mal eben Sprinkler einstecken und Vogelscheuchen. Ja, wobei 49 Stück brauche ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wie viele. Weiß ich nicht, 7. So, ein paar Platten. Ein paar Vogelscheuchen, ein bisschen übertrieben jetzt für das kleine Feld. Ach, und dann wird jetzt hier endlich mal aufgeräumt. Ich krieg die Pimpanellen, wenn ich sowas sehe. Es macht mich krank. Kartoffelfeld können wir hier rechts anlegen. Ach, und wisst ihr was? Die Krabbenreusen, die kommen hier auch mal weg. Das sieht irgendwie auch hässlich aus. So, erstmal hacken. So viel Saat. Da kommt ein Sprinkler hin. Da kommt ein Sprinkler hin. Da kommt ein Sprinkler hin. Da kommt einer hin. Oder habe ich mich jetzt vertan? Nee, ne? Das reicht, aber ich brauche gar nicht so krass viele Kartoffeln. Die restlichen kann ich ja einlagern, die restlichen Samen. Hauptsache, wir machen jetzt erstmal hier weiter mit... Ach so, Moment, ich muss die Scheuchen noch stellen. Oh, das reicht aber locker hier. Voll übertrieben für so ein kleines Feld. Oh, ein kleiner Frosch. Das Schöne ist, wir kriegen auch Fasern ohne Ende. Ihr wisst ja, wir brauchen Fasern. Oh, 20 Uhr schon. Mit dem Stall unten habe ich immer noch nichts gemacht, ne? Wird auch Zeit, dass da irgendwann mal Tiere einziehen, aber jetzt vielleicht noch nicht. Irgendwann später. Irgendwann später mal. Das Motto dieses Let's Plays. Irgendwann später machen wir irgendwas. Schon so viele Sachen verschoben. So, also hier ist erstmal alles sauber. Sehr schön. Dann
Gehen wir mal weiter. Achso, ich wollte mal eine Sache noch nachgucken. Bezüglich der Fasern. Es gibt doch hier auch so... Oder vertue ich mich da? Nee. Baumdünger. Kann man nicht irgendwie auch Fasern anpflanzen? Oder nur Grasbündel? Ah da, Fasersaat. Gut, genau. Gemischte Saat. Harz und Lehm. Gemischte Saat, Harz und Lehm. Achso, oh, wir müssen die Kisten ja auch noch organisieren. Schaut mal, gemischte Saat haben wir. Übrigens schon mehrfach den Vorschlag bekommen, hier nach Jahreszeit zu sortieren. Das finde ich ganz vernünftig. So, machen wir hier eine Frühlingskiste hin. Hier eine Sommerkiste. Was gibt es denn nochmal im Sommer? Sommer, 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 Tomaten, glaube ich. Im Herbst gibt es Mais. Ja, und im Winter gibt es nichts. Dann hätte ich die Düngerkiste hier sogar stehen lassen können. Zack, und hier vorne. Da haben wir diese allgemeine Saat. So, zack, fertig. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte... Mal schauen, ob ich mir diese Fasersaat craften kann. Na, schau mal eine an. Pflanze diese zu jeder Jahreszeit. Erfordert keine Bewässerung. Ja, können wir ja morgen dann mal einpflanzen. Ich würde sagen, für heute haben wir es erstmal, ne? Ja, wir können ja morgen auch weiter aufräumen. Das kommt jetzt hier weg. Zack, zack, zack. Ja, wisst ihr was? Wir machen morgen weiter. Ganz in Ruhe. Jo, das Booster kommt hier natürlich bei mir, Key, ins Zimmer. Wohin auch sonst. So, wie wird denn das Wetter morgen? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag und auf der Ingwerinsel ebenfalls. Na dann, ab ins Bettchen, liebe Leute. Das war der vierte Tag im Frühling Jahr 3. Wir haben beeindruckende 11.000 G gemacht. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.